Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind auf der nördlichen Seite des Pontas angekommen. Novigrad sehen wir dort hinten schon, die Skyline der Stadt, sehr beeindruckend. Allerdings hat sich Geralt entschieden, erstmal noch ein bisschen das direkte Umland, zumindest südlich von Novigrad, zu erkunden. Da gibt es noch mögliche Aufträge, die wir erfüllen können. Wir sind hier zuletzt auf einen Mann getroffen, dem wir mal geholfen haben, der aber Bandit geworden ist. Ja, und den haben wir Gott sei Dank erledigt. Aber was heißt Gott sei Dank? Den mussten wir erledigen, weil er uns angegriffen hat. Und jetzt, ja, reiten wir ein bisschen weiter, denn da vorne gibt es noch einen weiteren Händler, den wir uns mal anschauen können. Und links und rechts vielleicht auch noch ein paar Hütten, Gebäude, die vielleicht von Interesse sind. Oh, oder sogar ein Banditenlager, das ich hier gerade noch nicht identifizieren können. Dem können wir uns auch schon mal widmen. Das könnte da links sein, wo der Wachturm ist. Oder da rechts, wo die Ruinen sind. Ah ja, rechts sind sie wohl eher. Na dann. Dein Arsch gehört mir! Reicht! Das war Nummer 1. Aber es sind bestimmt noch mehr, ne? Ja, da. Der Anführer. Na komm schon. Sag mal, habe ich das Silberschwert ausgerüstet? Nee, ne? Der ist irgendwie trotzdem besser als ich dachte. Na komm, wir machen nochmal Art. Nee, nicht Art. Ihr wisst, was ich meine. Gut, es waren nur 2 Leute. Was haben die denn hier so versteckt? Axi heißt es. Nostrix. Scheint irgendwie ein bisschen selten zu sein. Aha, verbessertes Reliktöl, nicht schlecht. Ist hier noch was? Kann man das mit Art kaputt machen? Nee. So, und hier habt ihr gehaust. Ja, da ist noch eine Truhe. Mit einem Runenstein. Aber auch nicht so spektakulär, aber das ist noch eine Truhe. Aha, hier ist das gute Zeug. Und sogar ein Smaragd-Meteorit-Barren mit dabei. Ja, das ist doch eine gute Beute. Okay, soweit hierzu. Wo ist der Typ, den wir hier erledigt hatten? Der müsste hier irgendwo im Busch liegen. Der hat aber nur einen kleinen Knüppel. Ich will aber nochmal hier runtergehen, denn hier habe ich einen Wachturm gesehen. Das könnte noch von Interesse sein. Möglicherweise auch ein Banditenlager. Wo befinden wir uns genau? Ah ja, das ist das hier. Okay, verstehe. Ah, wir haben übrigens einen schönen Blick auf Lornrock. Von hier seht ihr. Wunderbar. So, was ist das denn hier? Wie so eine kleine Mini-Burg mit einer Zugbrücke. Ist ja verrückt. Aber hier kann man nichts mehr als den Ausblick genießen, wie es aussieht. Ich wollte gar nicht runterklettern, Geralt. Ich wollte nochmal schauen. Ja. Lornrock. Da vorne sehen wir im Übrigen auch noch einen Leuchtturm. Was ist das für ein Leuchtturm? Ah ja, das ist dieser. Den hatten wir, glaube ich, schon von Lornrock aus gesehen. Bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Da ist wild. Es grast. Aber sonst nichts großartig Spektakuläres. Aber was ist denn da noch? Schaut mal. Bei den Inseln. Da sehen wir noch Wracks. Das ist definitiv nochmal interessant. Da werden wir später nochmal zurückkehren. Ich weiß nicht genau wann, aber das gucken wir uns nochmal an. Hier hochklettern? Oder kann man da mit Art das... Warte mal, wie kommt man da unten rein? War da eine Tür, die ich übersehen hatte? Nee, das kann man nicht mit Art kaputt machen. Alles klar.
das ist Quatsch. Hier ist eigentlich nichts. Ziemlich unspektakulär. Also zurück. So, wir folgen dem Weg, denn irgendwo hatte ich zuletzt gesehen, oh, schaut mal, hier war noch ein Händler, aber der ist jetzt weg. Ach, schaut mal, der ist auf dem Weg nach Novigrad, der ist weitergereist. Okay, also wir werden uns jetzt hierhin bewegen, zu diesem Anschlagbrett. Schauen wir mal, was da für Aufträge zu erwarten sind. Ach, schön. Wahnsinn. Okay, also das ist schon sehr beeindruckend. Ich kann mich an kein Rollenspiel erinnern, was auf diese Art und Weise eine Stadt präsentiert, die man ja scheinbar auch komplett betreten kann. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wenn mir diese Bemerkung außer der Reihe hier mal erlaubt ist. Großartig. Lucians Windmühle. Okay. Ist die vielleicht noch von Interesse? Ja, sie funktioniert. Scheint in Arbeit zu sein. Schön, das Knarren zu hören. Aber was Besonderes gibt es hier allerdings auch nicht, wie mir scheint. Hier hat jemand mal eine Pause gemacht, ein kleines Feuer gemacht. Okay, zurück auf den Weg. Beziehungsweise wir können noch mal was lesen über diese schöne Windmühle. Boah, ein Feld voller Sonnenblumen. Wird ja immer schöner hier, Lucians Windmühle. Lucian Lefoy, der berühmte Bildhauer und Architekt aus Ochsenfurt, hat diese Windmühle vor vielen Jahren gekauft und in seine Zuflucht auf dem Lande verwandelt. Leider lässt die enorme Berühmtheit seiner Werke ihm wenig Zeit, die er in dieser Abgeschiedenheit verbringen kann. Er lässt die Mühle in der Obhut eines Verwalters. Macht doch irgendwie neugierig. Ich meine, vielleicht kann man mal klopfen. Vielleicht ist der Verwalter da. Gucken wir mal. Abgeschlossen. Okay, der Verwalter ist nicht da. Ja, da kommst du nicht hoch. So. Also, auf in die Vorstadt. Was sind hier? Zwerge, die Imker sind? Aha. Ferneck. Das ist ein Zwerg, der Bauer ist. Wird ja immer interessanter. Da hinten sehen wir noch einen Turm. Ich glaube, das ist der Turm, den wir gesehen hatten. Aber was sind das hier für Symbole? Hier ist ein Schäfer, wie idyllisch. Ich guck mal. Das sieht ja ein bisschen so aus wie die Symbole, die wir in dieser Höhle gefunden hatten. Na, ihr wisst. Als wir Ziere gesucht hatten, aber scheinen jetzt erstmal bedeutungslos zu sein. Weiße Haare, wie ein Müllerssohn. Kinder freuen sich. Was pflückt er denn da? Die Blüten? Wo willst du hin? Das ist doch Quatsch. Ist das der Händler, der hier immer hin und her zieht? Den können wir mal ansprechen. Ja. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, dann zeig mir die auch. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Okay, da funktioniert was Leb nicht. Wohl. Alles Gute. Naja, nicht so schlimm. Dir auch alles Gute. Viel Spaß weiter beim Obstblütenpflücken. Eine etwas ungewöhnliche Tätigkeit. Ich bin immer gern nach Novigrad gekommen. Hier fühlt man sich richtig lebendig. Ja, das ist vor allem im Krieg ganz nett, wenn so viele richtig tot sind. Hier kommt der Krieg nicht her.
Novigrads Herrscher sind zu klug, um das zuzulassen. Vielleicht sollten wir uns hier niederlassen. Sehen wir uns mal nach Immobilien. Er kotzt da erstmal den Baum. Da wird Holz gehackt. Meine Güte, meine Fußwickel stinken vielleicht. Okay, das Hafentor. Ich würde mal sagen, wir schauen uns mal hier zu Fuß ein bisschen um. Wäre das mal plötzlich hier. Das scheint mir ganz gut zu passen. Mit den anderen Pferden. Wunderbar. Und werfen mal einen Blick jetzt hier drauf. Die Leute in dieser Stadt. Schmutzige Völker. So schmutzig wie die Individuen selbst. Toll. Großartig. Bin wirklich begeistert. Eine beeindruckende Befestigungsanlage auch. Gut, wir bleiben erstmal in der Vorstadt. Es wird regnen. Eine arme Städterin. Aha. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo diese Anschlagtafel war. Danach suchen wir. Die müsste vorne rechts sein. Scheint so ein kleiner Platz zu sein. Okay. Da. Sehr schön. Anschlagbrett. Okay. Die besten Grabsteine der Stadt. Grabstein aus Granit oder Marmor, aus Holz oder Metall. Accessoires aus Granit und Lehm, darunter Vasen, Schalen, Laternen, Urnen, schnell und zuverlässig bei großen Festen und nach Schlachten rechtzeitig vorbestellen. Tja. Schreiber erstellt offizielle Schriftstücke. Ich stehe für die Erstellung von Dokumenten jeden juristischen und behördlichen Bedarfs zur Verfügung. Darunter Schadensersatzklagen, Rechnungen, Mahnbescheide, Haftbefehle und Berufungen gegen offizielle Entscheidungen. Meine Gebühren sind moderat, meine Bearbeitungszeiten kurz. Luis Vogler. Und was haben wir hier noch hängen? Selbstgebackener Kuchen. Köstliche selbstgebackene Kuchen wie von Oma. Nur bei Tante Amelia. Apfelstreusel, Käsekuchen, Zwetschgenkuchen und viele andere, alle aus dem feinsten Obst und Mehl, direkt von den Feldern im Umkreis von Novigrad. Jo, klingt alles ganz sympathisch. Jetzt kommen wir zu den Aufträgen. Teufel in den Wäldern. Sowas Ähnliches hatten wir schon mal. Verehrter Herr Hexer, falls sich einer in diese Gegend verirrt haben sollte, ich habe das ungute Gefühl, ach was, ich bin todsicher, dass die Wälder, in deren Besitz zu kommen, ich das Glück hatte. Bis neulich war ich jedenfalls noch dieser Ansicht, dass also diese Wälder zur Heimstatt irgendeines grausamen und bösen Teufels geworden sind. Ich heute vor kurzem einen Trupp Holzfäller an. Zwerge waren es, stramme Burschen, jeder von ihnen hat in seinem Leben schon unzählige mächtige Bäume gefällt. Du kannst dir also mal die Überraschung vorstellen, als sie verschwanden und der einzige von ihnen, der gefunden wurde, behauptete, ein Monster gesehen zu haben. Ich habe einen Preis dafür ausgesetzt, dass jemand mein Waldstück von bösen Kreaturen befreit und ich hoffe sehr, dass ich diese Belohnung bald jemandem überreichen darf. Beste Grüße, Bran Hodge. Nehmen wir. Auftrag die weiße Dame. Gute Leute, habt Erbarmen mit uns Bauern. Die Felder vor unserem Dorf werden von einer Erscheinung heimgesucht, die das Äußere einer Jungfer hat. Nur nicht das Gesicht, denn ihres ist grässlich und besudelt. Das könnte so eine Mittagserscheinung sein. Wer sich ihr auf 10 Spannen nähert, ist des Todes. So können wir unsere Ernte nicht einbringen und Hunger und Elend erwarten uns, wenn niemand etwas unternimmt. Wir wollen zusammenlegen und das Gold, das wir noch haben, demjenigen geben, der die weiße Dame vertreibt oder tötet. Helma, Witwe von Ignatius. PS, aufgrund der großen Nachfrage schreibe ich es gleich dazu. Ich habe kein Interesse an einer erneuten Heirat. Alles klar, gut, dass das geklärt ist. Oh, gewinnt Turnier mit hohen Einsätzen. Gewinnt, Freunde, Graf Tybald lädt als stolzer Gastgeber zu einem Gewinnturnier mit hohen Einsätzen in die Passiflora ein. Es winken nicht nur herausfordernde Partien gegen die Besten der besten Spieler, sondern auch vortreffliche Siegesprämien. Die Teilnahme ist Damen und Herren vorbehalten, die die entsprechende Gebühr aufbringen können. Zudem ist ein überdurchschnittliches Blatt erforderlich, das bei der Anmeldung überprüft wird. Bis bald in der Passiflora. Sehr interessant. Dann gucken wir mal, wo das alles jetzt hier stattfinden soll. Warum? Aha, jetzt kommen die Quests hier langsam rein. Wir lassen erstmal hier die Effekte triggern. Gucken wir uns vielleicht direkt nochmal ein bisschen um. Um dann zu schauen, wo das Ganze hier erledigt werden muss. Okay. Empfohlen Stufe 16.
Ja, wir sind 12, ist so eine Sache. Und das andere... Oh, empfohlene Stufe 25. Ja, ich meinte, 16 könnte man machen, aber wir müssen es jetzt auch nicht zwingend forcieren. Und wo ist das Turnier? Von Schwertern und Knödeln. Skellige, Skellige. Das ist doch bestimmt in der Stadt hier, oder? Im Moment nicht zu sehen. Ich werde mal kurz diese Turniergeschichte... Okay. Interessanterweise finde ich das nirgendwo. Das hat ja auch keine Quest getriggert. Dann werden wir sicher noch auf diesen Ort irgendwie über den stolpern. War ja ausdrücklich beschrieben, wie das Ganze halt Passiflora oder so ähnlich. Tja, Leute. Okay, ich bin gerade am Überlegen. Ich würde mal sagen, wir... werden die Sache erstmal noch aufschieben. Das müssen wir jetzt nicht dringend machen. Wir reiten nochmal weiter bis hierhin. Also zu diesem Anschlagbrett. Und gucken, was da ist. Und wenn da jetzt auch nichts ist, was jetzt sinnvollerweise sofort erledigt werden sollte, werden wir, glaube ich, weiter reiten nach Novigrad. Ja. Okay, insofern könnten wir eigentlich auch erstmal wieder zurück. Und unser Pferd holen. Es war nicht ganz so nötig, dass wir es dort haben zurückgelassen. Warum geht sie so komisch? Das ist eine Elfin. Was starrst du mich so an? Ja, weil du so komisch gehst. Aber gehen Elfinnen so komisch? Auch ein merkwürdiger Zusammenhang. Schluss damit. Da kommt jemand. Was machst du? Wen haben wir da gerade gehört? Ich habe solche schrecklichen Schmerzen. Ja, Rückenschmerzen, das kann unangenehm sein. Oh, hier sogar ein Storchennest. Novigrad ist voller Geizhälse. Die Geizhälse, andere Geizhälse, übers geizhalsige Ohr. Hier gibt's Fleisch. Aber einen direkten Händler, mit dem wir handeln können, habe ich hier nicht gesehen. Ne? Stechen diese Schwerter dir beim Rennen nicht in den Arsch? Das ist eine gute Frage. Man könnte es meinen. Aber Geralds Arsch ist so hart, das stört ihn nicht. Was ist hier mit den Zwergen los? Die kochen da irgendwas. Haltet mich, sonst drehe ich durch. Schon wieder eine beschissene Kackmeute, die Fernek anzünden will. Der war gut. So, ich glaube, das müsste die Richtung sein. Ist aber schon sehr lieblich hier, die Gegend. Sind wir richtig? Ja, so ungefähr. Reiten wir nach vorne lang, dann links, dann kommen wir dahin. Wo willst du hin? Zum Anschlagbrett. Oh, ein Maler. Warte mal, da werde ich mal über die Schulter schauen. Okay, ein Elf, der malt. Was suchst du hier, Fremder? Und er malt abstrakte Kunst. Aber wozu muss er da in der Landschaft sitzen, frage ich mich. Ein Mörder treibt sein Unwesen in der Stadt. Aber du hast keine Angst, nicht? Nee. Aha, ein Mörder ist da. So, was haben wir hier? Ein Kampfhund? Sind das Banditen? Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Nee, der scheint freundlich zu sein, auch wenn er nicht so aussieht. So, hier ist ein Anschlagbrett, genau. Das gucken wir uns mal an. Okay, aber hier ist tatsächlich nichts. Nichts, keine neuen Aufträge. Eitle Freier der dicken Bertha, kleine Erze, tief aus der Mine, Brugges dunkle Schmiede und Küfer. Das ist eine Ode.
Novigrader schlappe Schniedel, Dreibergs miese Luden und Säufer, parfümierte Scharen, bemalte Schicksen, Hackers, Narren und rotnasige Schläger leckten mich am haarigen Arsch, ihr Pisser. Schwachsichtige Sklaven von Elfenrätseln, Ochsenfurter Professoren und Bücherwürmer, schlapper Seen von Idlines Gesülze, auf das nur Traumtänzer reinfallen, leckten mich am haarigen Arsch, ihr Pisser. Und die menschlichen Scheißrassisten, verrottete Kackhaufen aus den Gräben des Nordens, feige Wichte in Jägerhosen, schmierige Hexen mit eurem Dung, leckt mich am haarigen Arsch, ihr Pisser. Was für eine Ode. Handwerker, zu euren Diensten. Leckt das Dach, schließt die Tür nicht, wackelt der Tisch, was immer euch plagt, ich kümmere mich darum, zu vernünftigen Preisen. Und ich erzähle euch noch manchen Schwank dabei, Hubrecht war Handwerker. Hilfskräfte für den Obstgarten gesucht, suche Hilfskräfte für den Obstgarten zum Mulchen, Gießen, Zurückschneiden und so weiter, zahle Stundenlohn, Olbracht. Zwerge und Halblinge zwecklos, ihr kommt auch auf einer Leiter nicht an die höchsten Zweige und jeder dritte von euch ist ein Säufer, der mehr meckert als drei ausgewachsene Männer. Gut, tanzt eure Sorgen fort, kommt auf einen Abend des Tanzes in die Gänsemöse. Wir haben Geiger und Flötisten, die zum Walzer Tango und zur redanischen Rumba aufspielen. Strömt in Scharen herbei, das wird eine Freude, Juchai. Henke ist ein Halunke. Leute, lest gründlich, was ich euch zu sagen habe. Henke, auch bekannt als Zock-Henke, der gerne in dieser Taverne hockt und Reisende zu Glücksspielen einlädt, spielt mit gezinkten Würfeln und Karten und mit abgefeilten Münzen und ist insgesamt ein mieser, hundsföttischer, betrügerischer Hurensohn. Ein geläutertes Opfer. Ah, interessant. Warte mal. Der Amtmann ist ziemlich streng. Am besten machst du im Gasthaus keinen Ärger. Ist das ein Gasthaus? Ah, interessant, interessant. Das ist sogar ein Kräuterkundler. Noch interessanter. Hier ist zwar der Herr des Waldes, dieser Auftrag, aber das gucken wir uns doch jetzt mal an. Ach, das ist die Gänsemöse. Ah, die Gänsemöse. Diese Taverne verlangt ihren Namen ihrem ehemaligen Besitzer, einem aufgeblasenen Prahlhans, der Leute mit ähnlichem Temperament ansprechen wollte. Zum Glück starb er vor einigen Jahren an einer Leberzirrhose und die Gänsemöse fiel einem entfernten Verwandten zu, der daraus das beste Restaurant für Stopfleber weit und breit machte. Aber wieso dann Gänsemöse? Ganz klar ist mir jetzt die Namensgebung dann doch nicht. Das ist eine Nebentür. Wo ist der Haupteingang? Hier. So viele Fremde in der Stadt. Hier ist ein Kräuterkundler. Pass auf, mit dem reden wir später. Wir gehen erstmal in die Gänsemöse. Seid lustig, wie? Das ist vermutlich der Auftrag da hinten. Hier wird Musik gemacht und getanzt. Was geht hier vor? Schauen wir mal ein bisschen den Tanz zu. Deinen an, mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Begrab mich mit nem Fassbieren in Humpen in der Hand. Was geht hier vor? Singt an meinem Grabe. Er starb besoffen, aber als feiner Mann. Naja. Trägst du immer so enge Hosen? Lang lebe, etc., etc. Boah. Mir ist zum Spein nach diesem Gelage in der Taverne. Was willst du? Ich will mich hier nur mal umgucken. Willst du mich beißen, Wölfchen? Du bist süß. Danke. Du auch. Redanische Soldat. Aus dem Weg! Was geht hier vor? Okay. Besonders interessante Menschen sind hier offenbar nicht. Außer der Typ mit seinem Auftrag. Guck mal, was der Wirt hier noch zu bieten hat. Willkommen, willkommen. Oh, er spielt, gewinnt. Alles klar. Soll uns erstmal die Waren zeigen. Was hast du denn da? Und er hat Gewinnkarten. Das ist gut. Das ist gut. Da können wir richtig zuschlagen. Fistek.
So, Hafgar-Heiler. Eine Skoyatel-Karte, eine Fernkampfkarte, eine Heilerkarte. Sehr schön, wird gekauft. Neutrale Karte, eine Sonderkarte. Verbrennen. Die erste Verbrennen-Karte, die wir bekommen. Cool. Imperabrigade, Nilfgaard, Nahkampf 3, Bindung. Junger Gesandter, Nilfgaard, Nahkampf 5, auch Bindung, sehr schön. Und eine Skoyatel-Karte, Gänseblümchen des Tals. Ziehe zu Beginn der Schlacht eine Extrakarte, klingt auch ganz gut. Achso, ist eine Anführerkarte. Sehr schön, ja, das hat sich durchaus gelohnt. Und wir haben hier noch einen kennengelernt, mit dem wir spielen können. Bis dann. Was geht hier vor? Was dann tatsächlich Nummer 3 wäre. Was dann durchaus schon wieder eine Gewinnt-Sonderfolge rechtfertigen würde. Okay, aber ansonsten großartig was Spannendes scheint es hier nicht zu geben. Ah, doch, der Kräuterkundler, der ist auf jeden Fall nochmal interessant. Was? Zeig mal, hast du was Interessantes? So, was mich hier vor allem interessiert, ist Zeug, was wir benötigen, um selber, ja, um alles hier zu bauen, was wir nicht bauen können, ne? Genau. Die verbesserte Bombe hier, zum Beispiel Optima Mater, können wir kaufen. Ist ziemlich teuer. Pusteblume ist kein Problem. Kaufen wir mal. Davon kaufen wir gleich mal 3. 112, gönnen wir uns das? Ja, gönnen wir uns. Stellen wir das Ganze her. Sehr schön. Verbessertes Sanum. Können wir sowieso schon herstellen? Machen wir. Überlegener Drachentraum. Auch hier kann ich kaufen. Phosphor. Ja, jetzt wird es teuer, ne? Das ist kein Problem. Da kommen gleich ein paar mehr. Zaunrübe ist auch kein Problem. Äther. Äther können wir bestimmt irgendwo, ja, irgendwo zerlegen oder sowas. Und Optima Mater bin ich mir nicht sicher. Ist das eine Substanz, die wir möglicherweise auch herstellen können? Äther, schaut mal. Äther muss auch produziert werden. Dazu brauchen wir erstmal eine weiße Möwe und Mutterkornsamen. Da kaufe ich direkt ein paar. Das heißt, weiße Möwe. Haben wir noch keine weiße Möwe? Ja, haben wir doch. Das ist doch auch schon wieder eine Zutat, oder? Weiße Möwe. Nee, haben wir scheinbar noch nicht. Finde ich ja merkwürdig. Oder ist es... Nee, es ist Alkohol. Ah, was fehlt uns hier? Kirschlikör und Alraunenlikör. Okay, dann können wir weiße Möwe herstellen. Da müssen wir mal reinschauen beim Wirt. Das sollte da möglich sein. Gut, wir machen mal weiter. Also, Optima Mater können wir selber... mit weißer Möwe herstellen, okay. So, was haben wir hier? Nigredo. Nigredo müssten wir auch herstellen können. Nigredo, hier fehlen... Ah, hier fehlt auch weiße Möwe. Krass. Okay, also das ist ja... das ist ja wirklich bedeutsam, wie es aussieht. Und das gleiche... gilt hierfür, ne? Rebis, da werden wir sicher auch weiße Möwe benötigen. Okay, gut, da kommen wir also nicht weiter. Petris Filter wollte ich nicht herstellen, aber... na komm, machen wir einfach mal. Verbesserter goldene Pirol, da brauchen wir nur Pusteblumen. Die kaufen wir eben einfach hier mal komplett ab. Verbesserter Mariborwald können wir auch herstellen. Sind wir schon beim verbesserten Petrisfilter. Vollmond, diese maximale Vitalität. Hm. Was fehlt hier? Krebsspinnengift immer noch für den verbesserten Waldkauz. Und ich glaube, das können wir nicht herstellen. Hier fehlt uns nur das. Das können wir nochmal einkaufen. Kaufen wir mal alles auf davon. Dann wird auch das gebaut. Und bei den Ölen bin ich auch nochmal gespannt. Ja, Mistelzweig. Sehr gut. Immer her damit. Reliktöl haben wir damit. So, Bestienöl. Was fehlt uns dort? Bärenfett. Ist teuer,
Aber gönnen wir uns. Hier hinten fehlt aber auch was. Büffelgras. Okay, und das können wir tatsächlich nicht kaufen. Gut, dann haben wir es umsonst gekauft. Verbessertes Drakonidenöl ist möglich. Verbessertes Geisteröl ist möglich. Hybridenöl fehlt uns ein Erinienauge. Okay. Und beim Reliktöl fehlt uns eine Höhlentrollleber. Na gut. So, und hier verbessertes überlegenes Gift. Da fehlt uns Leichenfresser, Blut und Kebrit. Da fehlt uns auch Zeug. Da auch. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, werde ich zum nächsten Mal mal die weiße Möwe in Größenordnung herstellen. Ich hoffe, wir können Kirschlikör und Alraunenlikör kaufen. Und dann gibt es noch ein bisschen was, was wir anrühren können. Leb wohl. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwald.